Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich den heiß begehrten Revolution-Adventskalender. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Der Revolution Adventskalender ist ein Boxen-Adventskalender, kostet 49,99 Euro aktuell bei Rossmann. Habe ich online bestellt, kam nach einem Tag direkt bei mir an, das war ein Reim. Und ja, da es ein Adventskalender ist, der aus England kommt, also die Marke kommt ja aus England, haben wir direkt 25 Boxen. Ich freue mich. Und ja, man muss ihn vorsichtig öffnen, ansonsten fallen alle Boxen raus. Das wäre ein bisschen traurig. So schaut er dann von innen aus. Wunderschön! Es ist so Rose Gold und Rosa und Gold und ach, es ist ein pinker Traum für ein Mädchen wie mich. Und ich möchte reinschauen und los geht's. Okay, okay. Planänderung, Planänderung. Das Ding fällt ja halb auseinander. Ich leg ihn besser hin. Das macht mehr Sinn. Hier haben wir die Nummer 1. Ich liebe dieses Design. Wow, ist das schön. Rose Gold. Safe ist das ein Lippenprodukt, oder? Ja, wir werden begrüßt von einem Lippenprodukt. Übrigens, Achtung, Achtung. Hier unten, das Ding kannst du abmachen. Eigentlich. Will jetzt aber gerade nicht. Also theoretisch kann man das abmachen. Und dann hat man da quasi auch nochmal das Produkt drin und kann das mit dem Finger oder mit einem Pinsel auftragen. Das hier ist ein Lipstick mit 3,2 Gramm in der Farbe Slow. Ja, das ist so ein richtig schönes Weihnachtsrot. Wunderschön. Und so schauen die Lippenstifte dann quasi hochgedreht aus. Mega. Also die Revolution Lippies sind... ja, gut. Von der Qualität her, von der Haltbarkeit her kann ich empfehlen. Die Nummer 2, ein Liquid Eyeshadow. Oh la la, das ist eine Full Size, denke ich mal. 2,5 Milliliter ist die Farbe Mercury. Ich traue mich ja nicht so an Liquid Eyeshadows ran, ne? Das ist ja mein Problem. Ich habe Schlupflider. Die sind zwar nicht ölig, aber sie sind schlupfig. Und immer wenn ich dann Liquid Eyeshadow auftrage, der krümelt sich irgendwann so einen zurecht oder der hüpft da in meine Lidfalte rein und macht dort eine kleine Versammlung. Das ist ein bisschen schade, aber das ist eine geile Farbe. Die Nummer 3 haben wir auch dabei. Wieder so ein längliches Ding. Ja, die sind auch immer in diesen Adventskalendern drin. Das ist so ein Lipgloss. Das ist jetzt ein Lipgloss mit 8 Millilitern in der Farbe Strobe. Und das ist so ein richtig holographischer Lipgloss, der auf den Lippen auch richtig krass changieren wird. Aber der hat eher einen Pearly-Schein drin und keinen super krass groben Glitzer. Das finde ich gut. Die Nummer 4 haben wir hier und das ist so ein... quadratisches Verpackungsding. Ich hatte gerade ein bisschen Angst, dass ich die Verpackung kaputt gemacht habe, aber nein, das ist das Design und das haben die hiermit aufgegriffen. Wow, das ist ein Highlighter, 2 Gramm in der Farbe Condition und wow. Das ist außergewöhnlich für Revolution, machen die sonst nicht. Und die Highlighter von Revolution sind halt hammerhart geil, ne? Das ist ein ganz normaler gepresster Highlighter und der hat vielleicht ein Müh, was zu dunkles für mich, ist aber schön. Die Nummer 5 ist für uns einfach nur der Tag vor Nikolaus und ich glaube, in England ist es der Tag, wo Santa Claus quasi die Geschenke auch vorbeibringt. Glaube ich, ne? Auf jeden Fall haben wir jetzt hier die Nummer 5. Ein Brow Gel, das habe ich schon, das ist gut, 4,5 Milliliter, das ist ein gutes Produkt, das habe ich schon mal aus dem Adventskalender vom letzten Jahr oder vorletzten Jahr und mag ich. Die Nummer 6 und die Nummer 9 sehen extrem ähnlich aus, deswegen weiß ich nicht, ob ich jetzt hier gerade die Nummer 6 oder die Nummer 9 aufmache. Wie gesagt, für uns Nikolaus, für die Engländer jetzt nicht so der besondere Tag. Und hier drin haben wir das... einen Brow Crayon mit 1,65 Millilitern. Ist da tatsächlich eine Augenbrauenfarbe drin? Das fände ich ja super interessant, denn das Augenbrauengel ist ja klar. Nee, genau, das wurde nämlich damals auch in einem Set angeboten, dass du quasi so einen Wachsstift hast und gleichzeitig auch dieses Brow Gel. Das gehörte mal irgendwann zusammen. Habe ich mal bei Cosmetic for Less nämlich gesehen im Set. Ne? Und ich glaube auch, irgendwann hatte ich da auch mal das Set irgendwo. Ich glaube, das war ein Adventskalender gewesen. Ja, aber gut, haben wir zwei Augenbrauenprodukte hintereinander. Wenn man halt kein Augenbrauengel mag, kann man auf Wachs ausweichen. Ja. Die Nummer 7 fühlt sich an, als wäre da gar nichts drin.
Oh ja, das ist der passende Lip Liner zu dem Lippenstift, den wir in der 1 schon drin hatten. Die von Revolution finde ich sehr gut in der Haltbarkeit. Die brechen nur unglaublich schnell ab. 0,5 Gramm sind hier drin. Hat er eine Farbbezeichnung? Nö, hat er nicht. Nee. Soweit hat er es nicht geschafft. Ist so ein anspitzbares Vieh und ich befürchte, da wir ein anspitzbares Vieh hier drin haben, sogar zwei, weil das Augenbrauenwachs ja auch anspitzbar war, dass wir hier auch einen Anspitzer drin haben werden. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht und die ist sehr, sehr groß. Also nach den ganzen langen, schmalen Viechern, die wir hatten, das ist hier echt ein Kavemsmann. Und hier haben wir schon unsere erste Lidschattenpalette. Wow, die sieht ganz besonders aus. Honey Honey heißt die. Hier haben wir 4 mal 1 Gramm in den Fännchen drin. Und das ist eine eher düstere Palette mit 2 matten und 2 schimmernden Tönen. Damit kann man sich Abendlooks machen. Wow, also ein riesengroßes Quattro. Ich persönlich weiß jetzt nicht genau, was ich damit schminken würde. Ich würde da wahrscheinlich wirklich einen Look entweder dieses Silber und Schwarz in Kombi machen oder das ganz dunkle Gold zusammen mit dem Braun. Das kann ich mir vorstellen, aber ansonsten ist es eine schwierige Farbkombi. Aber schön, dass da schon mal eine Lidschattenpalette drin ist. In der 25 haben wir erfahrungsgemäß übrigens auch eine drin. Achtung, Spoiler, tut mir leid. Wir gucken uns jetzt die Nummer 9 bzw. die Nummer 6 an. Wir wissen es ja nicht. Ich würde sagen, dass es eine Nummer 9 ist. Oder doch eine Nummer 6? Mal gucken. Ein Schwämmchen. Und was niedlich. Oh mein Gott. Oh Gott. Das möchte man in einen Kinderwagen packen, oder? Ist das nicht klein? Oh mein Gott. Es ist sehr weich und sehr unüblich geformt. Ne? Das ist sehr abgerundet. Und hier hast du eine abgeflachte Seite. Hier hast du auch eine leicht abgeflachte Seite. Interessante Form. Die Nummer 10 ist wieder so lang und schmal und so ein schön Marble-Design, Mabel, marmoriert. Und hier haben wir den ersten Pinsel drin, aber den mag ich gerne leiden. Das ist nicht so ein winzig kleiner. Der ist kleiner als die normalen Pinsel, würde ich sagen, aber nicht so ein Mini-Pinsel, wenn ihr wisst, was ich meine. Und das ist ein Augenbrauen- oder Eyeliner-Pinsel, je nachdem, wie man das halt verwenden möchte. Und der ist schön von der Farbe her. Den mag ich gerne leiden. Die Nummer 11 fühlt sich an wie ein Lippenstift und hat auch die gleiche Verpackung, wie die Nummer 1 es hatte. Und es ist auch ein Lippenstift. Das ist die Farbe Baby. Auch hier haben wir wieder 3,2 Gramm drin. Und das ist halt so ein richtig schöner Rosenholz-nudiger Ton. Ne? Ist auf jeden Fall eine sehr schöne alltagstragbare Farbe. Quasi Halbzeit. Die Nummer 12 ist nun dabei. Und sie enthält wieder ein Lippenprodukt. Das ist ein Lipgloss in der Farbe Slow. Und hier sind 2,5 Milliliter drin. Ja, auch die Lipglosse von Revolution sind ganz schön. Das ist auch ein schöner Ton. Den kann man auch toll zum Beispiel mit dem Lippenstift, den wir eben drin hatten, kombinieren, wenn man möchte. Ne? Dann erhöht man ja die Haltbarkeit des Ganzen. Und ja, ist schön. Die Nummer 13 ist hoffentlich keine Pechzahl. Wir sind hier, ja, sehr viele Lippenprodukte, ne? Wieder ein Lipgloss. Sugar Jam, schöne Farbe. 8 Milliliter, da muss man halt ein bisschen aufpassen, dass die Zähne nicht zu gelb wirken. Aber, ja, ne, ist halt wieder so ein Tübchen zum Rausdrücken und dann kannst du deinen Spaß damit haben. Aber wir haben jetzt hier echt eine ganz schön krasse Ansammlung an Lippenprodukten schon. Also so langsam ein bisschen mehr Abwechslung. Vielleicht wird sie durch die Nummer 14 gegeben. Der Klassiker, ein Kohlkajal, bestimmt Eyeliner, ja. 1,15 Gramm, definitiv, ne, anspitzbar, schwarz, das ist der Klassiker. Den hast du immer irgendwie in Schmink-Adventskalender mit dabei. Meine Herren, ist der gut zugemacht, den kriegst du gar nicht auf, ey. Ja, anspitzbar, wir haben ja bestimmt. Ich habe schon Angst davor, irgendwann hier gleich einen Anspitzer in den Händen zu halten. Aber wäre sinnvoll, ne, wenn die halt einen Adventskalender packen und so viele anspitzbare Produkte reinpacken, dann sollte man das mit reingeben. Ja, weiter geht's. Auch die Nummer 15 ist hier länglich und schmal. Also das schreit halt wirklich danach, dass wir, also die Kläppchenform verrät ja auch schon, dass wir da jetzt nicht so super viele Base-Produkte drin haben werden. Hier haben wir auch wieder einen Pinsel drin, den ich jetzt gerade versuche rauszufriermeln. Oh, das ist aber ein schöner. Damit kannst du, also das Packing Brush, glaube ich, ne? Damit kann man halt so, oder ein ganz schmaler Lidschattenauftragepinsel, Schimmerpigmente sehr gut auftragen. Und das ist auch wieder in einer schönen Farbe. Das mag ich. Da schafft man sich quasi gerade so ein kleines Pinselset zusammen. Das mag ich leiden. Die Nummer 16 haben wir hier. Da ist bestimmt auch wieder ein Lippenprodukt drin.
Nee, es ist ein Eye-Primer, den habe ich, der ist gut. 2,5 Milliliter sind hier drin. Der ist wirklich gut. Also das ist mit so einem kleinen Lipgloss-Auftragefüßchen, Applikator, ne? Den mag ich gerne. Der ist wirklich gut. Empfehlenswert. Die 17 ist eins von den wenigen Kläppchen oder Büchschen, die halt ein bisschen größer sind. Das heißt, da könnte man was Geiles reinpacken. Aber nein, nein, was fehlt? Ein Spiegel, natürlich. In diesem wunderschönen Design von dem Adventskalender, ne? Das ist einer, den man nicht klappen kann. Das ist halt einfach nur eine Seite. Füllprodukt. Definitiv ein Füllprodukt. Die Nummer 18 fühlt sich auch wieder an wie ein Lip Liner oder so. Was ist da denn? Was ist da denn? 1,15 Gramm. Ein Brow Pencil. Okay, das ist mutig, hier eine Farbe reinzupacken von einem Augenbrauenstift, ne? Denn hier sehen wir die Farbe. Die ist sehr, sehr dunkel und sehr, sehr aschig. Da wird nicht jeder laut Juhu rufen, der den Adventskalender öffnet. Wobei es mir tatsächlich, sorry, passen könnte. Oh, finde ich gut. Werde ich behalten, werde ich ausprobieren. Ja gut, aber das, ne, ist schwierig. Also wenn da jemand mit roten Haaren oder mit schwarzen Haaren oder mit braunen Haaren, der guckt dann in eine Röhre, ne? Oh, wir sind ja schon in der Weihnachtswoche und hier habe ich jetzt die Nummer 19. Oh, sehr metallisch. Ein Liquid Eyeshadow, 2,5 Milliliter, aber eine schöne Farbe. Das ist so ein dunkelbraun, was ein bisschen wärmer ist, mit Schimmer drin. Sieht auf jeden Fall klasse aus, muss ich sagen. Und den kannst du auch gut verteilen mit diesem, ne, Lidschattenauftragepinsel. Auch die 20 hätte jetzt echt noch eine Chance und ein Blush, ein Bronzer. Highlighter haben wir ja schon, ne? So ein schönes Base-Produkt mitzugeben. Ich glaube, wir haben Glück, denn wir haben ja einen Blush drin. Sehr schön. Flirt ist die Farbe. 2 Gramm sind enthalten und auch die Blushes, da muss man ein bisschen aufpassen, die sind sehr intensiv, sind echt nice. Also ganz, ganz schöne Farbe, auch mit dem Design drauf und so. Das gefällt mir. Das mag ich. Die Nummer 21. Schwerer als irgendwie so ein Stift, ne? Oh, ein Pinselchen ist hier drin. Natürlich, also uns fehlt auf jeden Fall noch einiges an Pinseln, um, ne, abgehen zu können. Und das hier scheint ein Highlighter-Pinsel zu sein. Muss man mal waschen, weil er so ein bisschen abgeknickt ist oben, ne? Sehr synthetisch fühlen sich die Härchen hier oben an. Da weiß ich nicht genau, was man damit machen kann. Ich persönlich würde ihn jetzt empfehlen, um Highlighter aufzutragen. Der ist nicht so fluffy. Aber, also da könnte sein, dass es Schwerpigment aufnimmt. Der ist sehr, sehr schmal, also noch nie gesehen. Aber Highlighter kann ich mir damit wohl vorstellen. Oder Concealer. Die Nummer 22 fühlt sich schwer an. Und ich denke, dass da wieder irgendwas Liquid Lipstick oder so mäßiges drin ist. Ja, eigentlich müsste hier ein Liquid Lipstick jetzt mal kommen. Nee, ist ein Lipgloss, aber eine schöne Farbe, die ich gerne leiden mag. 2,5 Milliliter in der Farbe Covered oder Covered. Das ist ein eher pinkstichiger Ton. Der aber echt nice aussieht. Mag ich. Oder beerig? Beerig ist. Hellbeerig. Die Nummer 23 hätte jetzt die Chance, noch einen Bronzer zu liefern. Und wir haben, glaube ich, Glück. Ich glaube, wir haben wirklich, wirklich Glück. Wow. Das finde ich geil. Blush, Bronzer und Highlighter hier reinzupacken. Geil. Shape in der Farbe ist ein Contour-Powder. In der Farbe Shape, genau. 2 Gramm sind hier drin. Das finde ich toll. Und das ist ein toller Ton. Sehr dunkel, aber ich mag ihn. Mit frisch gewechseltem Akku widmen wir uns nun Heiligabend, der 24. Dezember. Das ist eher so ein Familientag, wo die Leute zusammenkommen in England. Und am 25. gibt es dann die Geschenke. Und hier haben wir tatsächlich auch einen Pinsel drin. Und da wäre jetzt passend, dass wir irgendwas für die Base-Produkte mit drin hätten. Und das haben wir auch. Also den würde ich als Blush-Pinsel verwenden oder auch als Highlighter-Pinsel. Ja, das ist schön. Wir haben dann so ein 4-Pinsel-Pinsel-Set, ein kleines Schwämmchen mit dabei. Ja, da ist der Spiegel dann halt auch irgendwie okay. Und jetzt gucken wir uns den 25. an. Mal gucken. Das ist ja so das Herzstück, ne, von dem Adventskalender. Natürlich, das Finale und so. Und hier haben wir meistens auch noch eine Spezialpalette drin in einem Special Design. Ihr könnt es erst sehen. Bin ich gespannt. Oh, letztes Jahr hatten wir nämlich eine super kühle Palette, die mir nicht zugesagt hat. Die finde ich geil. Die finde ich richtig schön. Reloaded, You Are a Winner heißt die. Hier haben wir auch wieder das Design vom Adventskalender aufgegriffen. Oh mein Gott, die mag ich. Die mag ich. Das ist toll. Da werde ich euch auch den ein oder anderen Look mal mit schminken können.
Und das passt. Wir haben hier Goldtöne drin, Rosatöne, braune Töne, Champagnertöne, gelbe Töne. Oh, das ist ein toller Ton. Ein ganz tolles Gold. Aber zwei verschiedene goldene Dinger haben wir hier drin, ne? Und ganz viele Schimmertöne. Also sehr wenig matte Töne sind hier drin. Der ist matt, der ist matt, der ist matt. Bei dem weiß ich es noch nicht so genau. Der Rest ist schimmernd. Oh, geile Palette. Da fahre ich drauf ab, ne? Also, ja, es war wieder... Ich muss mal eben kurz hier wieder den Adventskalender zusammenpacken, bevor ich hier mit dem Fazit raushaue. Fazitieren wir ihn einfach mal. Wir haben hier relativ viele Lippenprodukte drin. 1, 2, 3, 4, 5, 6 plus ein Lip Liner. Ja. Ne? Das nervt mich persönlich manchmal ein bisschen. Aber wir haben hier eine große Lidschattenpalette drin. Wir haben so ein Quattro-Lidschattenpaletten-Ding mit dabei. Zwei Liquid-Viecher, Blush-Bronzer und Highlighter. Da bin ich immer ganz vorne, ne? Freue ich mich wie Bolle. Und ein Eyeliner, hier also Kajal und Augenbrauenprodukte. Es wurde schon an alles gedacht. Also da muss ich sagen, der Revolution Adventskalender, näher ranrücken, eignet sich auf jeden Fall für Leute, die Bock auf Schminken haben, die Schminkanfänger sind, die ihr Make-up-Sortiment erweitern möchten und einfach ein bisschen was Neues kennenlernen möchten. Da kommt der, glaube ich, ganz gut, weil wir haben hier eine geile Auswahl drin. Definitiv. Ja, viele Lippenprodukte. Aber irgendwas muss man ja in mehreren verschiedenen Texturen und Farben reinpacken, ne? Wobei vielleicht Nagellacke alternativ zu den Lippenprodukten ganz geil gewesen wären. Ja, das hätte ich noch mehr gefeiert. Dann wäre er fast schon perfekt gewesen, ne? 49,99 finde ich dafür auch durchaus angemessen. Das ist okay, auf jeden Fall vom Preis Gedönsen her. An der Qualität müssen die definitiv arbeiten, meiner Meinung nach. Ne? Also die Kläppchen bzw. die Boxen fallen hier raus, als gäbe es kein Morgen mehr. Das ist natürlich ein bisschen mau. Wiederverwenden kann man ihn auch nur bedingt, weil man da nur eine bestimmte Größe dann ja reinpacken kann. Trotzdem finde ich den gut und werde ihn auch weiterverwenden, weil ich den mag. Ne? Das Design vom letzten Adventskalender fand ich dafür ein bisschen zu dunkel. Jetzt finde ich ihn sehr schön mädchenhaft und ich mag den Inhalt, Leute. Ich kann ja nichts anderes zu sagen, auch wenn ich zwischenzeitlich ein bisschen mäh unterwegs war wegen den Lippenprodukten. An und für sich ist es ein guter Adventskalender. Und ja, das war's dann auch von mir. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühle dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich da echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!